Bar API und Welcome Bar. Ein sehr nützliche oder zwei sehr nützliche Plugins, um bei euch auf dem Server solche Willkommensnachrichten anzeigen zu lassen. Weitere Informationen bekommt ihr natürlich im Video. So, für Welcome Bar bzw. Bar API öffnet ihr euren beliebigen Browser, geht dann auf die Bucket Dev Seite, gebt dann Welcome Bar bzw. Bar API ein. Und zwar ist dieses Bar API nur ein Zusatz zu diesem Welcome Bar. Und zwar, wie ihr seht, hier oben diese Enter-Tracken. Anzeige wird dann sozusagen als Willkommenssymbol angezeigt, so, und dann drückt ihr hier einfach rechts auf Download. Für meine Version wäre es jetzt die 1.6, drückt dann hier drauf, dann hier auf Download. So haben wir einmal das, und dann brauchen wir noch das Bar API, gibt es auch für die Version 1.6, einmal hier und einmal auf Download. So, haben wir das gedownloadet. Dann haben wir hier die zwei Plugins. Und dann öffnen wir hier unseren Server. Und ziehen dann die beiden Plugins hier in den Plugins-Ordner. So, dann starten wir ganz kurz den Server. So, wir bekommen hier eine Nachricht. Enabled Welcome Bar und Enabled Bar RPI. So, dann machen wir ganz kurz Stopp. Und dann gehen wir in den Plugins-Ordner und dann sehen wir hier, dass nur Welcome Bar einen Ordner erstellt hat, denn dieses Bar API ist ja, wie gesagt, ein Zusatz, dass das dann überhaupt angezeigt wird. So, dann öffnen wir das, haben wir eine Config, können wir öffnen mit WorldPad. Können wir hier richtig viele Sachen einstellen, und zwar unglaubliche zwei. Einmal die Länge, wie es angezeigt werden soll, also wie lang dieses Dings da halt angezeigt werden soll, und einmal was angezeigt werden soll. Und zwar steht jetzt hier einmal Welcome, dann der Ingame-Name, dann wie viele online sind, wie viele maximal drauf können, und ja, Players Online, das ist wieder der Text. Und wenn wir kurz gucken, bei Welcome Bar ist das, glaube, oder hier? Nein, hier. Hier steht zum Beispiel auch hier Prozent %name, get the player name, und wie ihr es halt seht, das ist hier genauso. Wir können es ja mal so lassen und dann natürlich speichern, falls wir irgendwas umgeändert haben, und dann öffnen wir ganz kurz den Server, so, um es mal kurz zu gucken, öffnen dann auch noch Minecraft, gehen dann auf den Server. Hier. Dann sehen wir hier oben Welcome XX Shabak, also mein Ingame-Namen, und 1 von 20 Spielern sind online. So, wir können da natürlich auch, und nach 10 Sekunden geht's halt weg, sieht man jetzt. Da kann man schöne Willkommensnachrichten schicken. Und dann können wir zum Beispiel, wenn ich wieder rausgehe und den Server, ich kann glaube auch offen lassen. So, kann ich hier zum Beispiel auch hinschreiben, auf Deutsch zum Beispiel Willkommen. So, dann wieder den Ingame-Namen. Willkommen dann müssen wir die Farbe natürlich wieder und A auf unserem Server. Punkt. Und dann online. Ja, das können wir eigentlich so lassen. Spieler sind online. So können wir ja noch hinschreiben. Spieler sind online. Können wir das speichern, schließen, das können wir auch schließen. Und dann machen wir hier mal kurz einen Reload. So, gehen dann nochmal auf den Server und dann müsste es eigentlich auf Deutsch stehen. Okay, jetzt komme ich nicht auf den Server drauf. Das ist natürlich sehr gut. Warum komme ich nicht auf den Server drauf? Ja, okay. Vielleicht starten wir den Server nochmal kurz neu. So.
Start. Ihr seht, ich gestartet. Und jetzt müsste ich eigentlich drauf kommen. Warum komme ich jetzt da nicht drauf? Oh Mann. Das ist doch kacke. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Mal kurz gucken. Ja, das ist wahrscheinlich zu lang. Deshalb mache ich mal das hier kurz weg. Also kurz auf Fail, ich muss ehrlich sagen, dass ich das gerade auch zum ersten Mal mache. Deshalb machen wir das mal kurz so. Also willkommen, Ingame-Name, so und so viele Spieler sind online. Also nochmal abspeichern. So. Und so. Und dann müsste eigentlich auch schon ein Reload genügen. Es müsste eigentlich. So, jetzt sehen wir hier, es war dann zu lang. Willkommen, XX Chabak, 21 Spielern sind online. Also, das war gerade bloß ein Fehler, da die Anzeige zu lang war. Wenn das bei euch auch auftaucht, dann müsst ihr leider die Willkommensnachricht kürzer fassen. Denn, ja, es ist halt nicht so viel Platz verfügbar, sage ich jetzt einfach mal. Und das war's eigentlich schon von dem ganzen Plugin, was ihr noch machen könnt. Ihr könnt, glaub, slash welcome bar reload machen. So, config reloaded. Falls ihr da irgendwas umgestellt habt und euch nicht gefallen hat. Und die Permissions können wir uns auch noch kurz angucken. Und zwar gibt es da bloß einen. Und das ist die welcome bar .reload, falls ihr irgendein rechtes System habt. Und dann war es auch für diesen Samstag mal wieder. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.